Hallo Leute, heute wollte ich mal wieder meine Reborn-Babys umziehen, weil ich Besuch bekomme und dann möchte ich halt, dass die einen guten Eindruck machen, die Puppen. Und deshalb wollte ich sie nochmal umziehen. Es werden auch zwei dabei sein, die ihr noch nicht kennt, die ich mir in der letzten Zeit, gekauft habe oder bekommen habe. Kann ich euch auch nochmal vorstellen, wenn ihr es wollt. Müsst ihr mir halt schreiben, weil ich will ja keinen langweilen. Ja, wie gesagt, ich krieg am Wochenende Besuch und da wollte ich jetzt die Reborn-Puppen wieder umziehen. Ja, und wollte das halt mit euch zusammen machen und nebenbei werde ich halt noch ein bisschen was erzählen, was so gerade bei mir los ist. Jo. Und da sage ich mal, damit es nicht so lange wird, fange ich schon mal an, diese Puppe hier umzuziehen. Die kennt ihr noch nicht. Ich stelle euch mal weiter runter, weil es geht ja eigentlich um die Reborn-Puppe und nicht um mich. Naja, gut, ich sah schon mal besser aus, aber gut, lass mal das. Ich könnte gut was erkennen, geht. Ich hole euch noch mal näher. Ja, aber wie gesagt, ich krieg nur zwei Tage Besuch und ja. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit hier, um die Puppen umzuziehen, weil ich noch so viel zu tun habe. Ja, aber gut. Aber für euch wird sich nichts ändern, weil es sind ja nur zwei Tage und ja, dann also für euch wird sich mit dem Video nichts mit dem Video nichts ändern. Mit dem eBay-Shop muss ich mal gucken. Kann sein, dass da mal eine kleine Lücke entsteht. Weil ich jetzt die Sachen nur noch auslaufen lasse und dann erst wieder einstelle. Wenn dann der Besuch weg ist. Wie sieht das denn hier aus? Ja. Aber ansonsten läuft es ganz gut bei eBay. Mit dem Verkaufen, ja klar, mehr oder weniger. Gut. Das hier ist übrigens die kleine Mandy. Die ich wirklich sehr goldig finde. Ja, ansonsten. Heute war nicht so ein guter Tag. Weil, ja, ich in übertragenen Sinne einen auf den Deckel gekriegt habe. Weil meine Leute aus der Töpfergruppe halt was verbrochen haben. Ich habe euch mal geahnt, dass ich da einen auf den Deckel kriegen werde. Aber gut, ich lebe noch, wie ihr seht. Das ist halt der Nachteil. Wenn von euch was die Chefin ist, hat man für alles einen Hut auf und muss dann auch dafür gerade stehen. Aber es gab auch Positives. Es gab nicht nur Schlechtes heute. Aber trotzdem finde ich das manchmal ein bisschen ungerecht. Weil ich kann ja nicht dafür, weil ich habe ja oft genug gesagt. Das wurde ja nicht gehört. Naja.
kann euch jetzt leider nicht erklären, um was es ging, weil dann müsste ich zu weit ausholen. Und das wird dann wieder alles so ein langes Geschworfen. Und dann ja, weiß ich eigentlich, ich freue mich irgendwie gar nicht auf meinen Besuch. Ich weiß eigentlich warum. Eigentlich müsste ich mich freuen. Aber im Moment hält sich meine Freude noch in Grenzen. Ich hoffe, dass nicht wieder im letzten Moment abgesagt wird. Aber gut. Leute, hier ist ein Durcheinander, ihr wollt gar nicht wissen, wie es ja aussieht. Es vergeht mir hier die Lust, die Puppen umzuziehen, wenn ich weiß, was ich noch alles zu tun habe. Na, eigentlich bin ich so kaputt, dass ich mich am liebsten hier auf die Couch legen möchte und nichts mehr tun möchte. Aber es geht ja nun mal nicht. Mandy, irgendwie gefällt mir das noch nicht. Irgendwie sieht es aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich werde auch ein paar Sachen verkaufen. Ein paar Babyklamotten. Aber die Sachen werde ich dann erst reinstellen, wenn mein Besuch wieder weg ist. Wie gesagt, ihr müsst ja einfach immer mal gucken auf eBay. Mein Kanal verlinke ich ja. Ich meine den Kanal auf eBay. Ja. Wie gesagt, ich würde jetzt höchstwahrscheinlich erstmal eine kleine Pause entstehen. Und dann werde ich dann wieder reinstehen. Weil, wie gesagt, die Beschreibungen machen alle recht viel Arbeit. Und da ist das alles immer nicht so leicht gemacht. So, und jetzt haben wir schon mal Mandy fertig. Ah, oh, jetzt hat sie wieder einen Schuh verloren. Ich sag euch. Ja, im Moment bin ich irgendwie von allen ein bisschen genervt. Aber gut. So, jetzt ist Mandy schon mal fertig und kann einen guten Eindruck machen, wenn unser Besuch kommt. Ich finde, Mandy ist so hübsch. So eine hübsche, süße Maus. Ja, vielleicht hätte ich ihr noch was runterziehen können sollen. Aber ich habe irgendwie kein passendes Oberteil gefunden und ich hatte dann auch keine Lust mehr. Ich werde deshalb Sachen, Babysachen versteichern. Ach, jetzt hat schon wieder einen Schuh verloren.
weil ich einfach keinen Überblick habe. Ich habe ja auch nur alles in Kisten beziehungsweise in Karton und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr über die Sachen. Und so viele Sachen brauche ich ja nicht und ja, selbst wenn ich mal ein Kind bekomme, kann ich eben ein paar Sachen wieder erstreichen auf dem Gebiet. Hört sich zwar blöd an, aber wie gesagt, ich will mir ja eh ein neues Schlafzimmer machen und da muss man auch verbringen. Ne? So, das war schon mal Mandy, die kannte der ja noch nicht.